Hallo meine Lieben, ich habe euch ja Impulse versprochen und zwar 100.000, ganz so viele werden es wahrscheinlich nicht werden, aber ich habe euch versprochen, in diesem neuen Format immer wieder mal einen Impuls zu geben, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, jeden Tag einen. Und das will ich jetzt zumindest eine Zeit lang durchhalten, ob ich wirklich auf 100.000 komme, das sei mal dahingestellt. Ihr werdet es mir nachsehen, wenn es mal keinen Impuls gibt. Aber der Anspruch ist doch hoch. Ich möchte für euch wirklich da sein mit verschiedenem Input. Und das, was ihr hier auf diesem Kanal findet, ist ja auch die Spontanität, die Echtheit, dass es eben tatsächlich nicht irgendwie nach einem Konzept hier läuft, sondern dass es ganz spontan hier läuft. Und damit will ich dir ja auch Mut machen, nämlich du selbst zu sein. Das ist ja eigentlich der Sinn einer Psychotherapie, dass du lernst, du selbst zu sein, dass du lernst, ja wirklich lernst und auch trainierst in Beziehung zu deiner Psychotherapeutin, trainierst du zu sein in deiner Bestform, ohne Leistungsdruck wohlgemerkt. Bestform heißt schon wieder, ich muss abliefern, ich muss Leistung bringen, darum geht es überhaupt nicht. So, es geht schlicht und einfach darum, zu spüren, was du gerade brauchst, wo gerade deine Grenze ist, was dir gerade gut tut. Und das ist so schwierig. Ich habe heute eine Achtsamkeitsgruppe in der Klinik geleitet und da war genau dieses Thema, wie kann man überhaupt selbst achtsam sein? Achtsam bist du vielleicht im Umgang mit anderen, achtsam bist du, wenn es darum geht, zu erraten, was andere brauchen. Vielleicht bist du sogar extrem achtsam gegenüber deiner Psychotherapeutin und weißt genau, wie du sein musst, damit sie sich gut fühlt, damit sie zufrieden ist und bist sehr darauf bedacht, sogar im Setting mit deiner Psychotherapeutin auf sie zu schauen, damit es ihr gut geht, damit du ihr nicht zur Last fällst. Woran merkst du denn, dass du deiner Therapeutin zur Last fällst? Ich glaube, du kannst es gar nicht merken, du wirst ihr nicht zur Last fallen. Wenn es eine Psychotherapeutin, ein Psychotherapeut ist, der wirklich, wirklich für dich da ist, und das sind Psychotherapeutinnen nun mal, die sind dir zugewandt und sind für dich da. Schwarze Schafe ausgenommen, gibt es in jeder Berufsgruppe, aber davon reden wir jetzt erstmal nicht. Dann kannst du dir sicher sein, dass egal mit welchem Thema du ankommst und egal wie du drauf bist und egal wie du gekleidet bist und egal wie du dich fühlst, du nicht bewertet und schon gar nicht abgewertet wirst. Und das ist etwas, was du vielleicht noch nie im Leben so erfahren hast und wo du anfangs vielleicht sogar dein Glück nicht glauben kannst, beziehungsweise dann das Gefühl hast, die Therapeutin macht dir nur was vor und das macht sie nur, weil sie muss und sie mag dich ja gar nicht wirklich und darum geht's doch gar nicht, sondern es geht darum, tatsächlich einem Menschen zu vertrauen und zuzutrauen, dass er oder sie es gut mit dir meint und damit klarzukommen, dass du ein liebenswerter, wertzuschätzender Mensch bist und dass diejenigen, die dir das nicht gespiegelt haben, die dir diese positive Spiegelung in deiner Kindheit und Jugend vorenthalten haben, sich sehr, sehr schuldig gemacht haben und du jetzt sozusagen Überzeugungen, Glaubenssätze mit dir rumschleppst, durch dein ganzes Leben schleppst, die nichts, ich sag ganz genau zu dir, ja, die nichts mit deiner Realität zu tun haben, denn in Wirklichkeit bist du ein liebenswerter, wertzuschätzender, ganz toller Mensch. Nur leider, wenn ich das so sage, geht das wahrscheinlich bei dir da rein, da raus, weil du dir denkst, oh Gott, ja, sie kennt mich ja gar nicht und nein, nach außen hin mag ich vielleicht so wirken, aber in Wirklichkeit bin ich ja doch nichts wert. Und da kommen wieder die Glaubenssätze raus, die dir mit denen du indoktriniert wurdest, die dir implantiert wurden wie so ein schlechter Chip, der dich immer wieder unglücklich macht, unglücklich in der Beziehung mit dir selber. Und jetzt kommen wir wieder zur Psychotherapie und zu diesem Impuls von heute Abend. Es ist jetzt 22:09 Uhr und der noch immer der 13.02.2023, meine Lieben. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn ihr Lust habt auf mehr solcher Impulse oder auch Simulationen mache ich immer wieder auf diesem Kanal und zeige, wie es in einer Psychotherapiesitzung sein kann. Wichtig ist, dass du mit deiner Therapeutin trainierst, wie du mit dir selber mal umgehen sollst. Diese Wertschätzung, die sie dir gibt, diese Wertneutralität, dass sie dich nicht irgendwie festschreibt auf irgendwas oder gar runtermacht oder abwertet oder angeht oder von dir Leistung fordert. Genauso liebevoll und selbstachtsam sollst
du mit dir umgehen, ja, nicht nur die Therapeutin, du sollst es dir ja nur bloß von ihr abgucken, von ihren Scheibchen abschneiden und dann selbst mit dir so umgehen können. Deswegen dauert Psychotherapie auch oft so lange, weil das erst gelernt und trainiert sein will, dieser andere Umgang mit dir selber, dieser selbstwertschätzende Umgang. Meine Lieben, am Wochenende bin ich in Berlin, das war jetzt leider dem Abend gedankt, weil ich schon ein bisschen müde bin nach einem langen Arbeitstag. Will mich jemand oder wenn mich jemand treffen will in Berlin, noch irgendwie zu einem Coaching, zu einer Beratung oder einfach nur zu einer, ja, weiß ich nicht, Überlegung über das eigene Leben, was man dann Kleinigkeiten vielleicht ändern kann an der eigenen Haltung, vor allem um Dinge, um sich selbst anders zu bewerten, um einen realistischeren Blick auf sich zu kriegen. Da meldet euch praxis@wokrolimonika.at. Ich freue mich auf dich. Der Impuls nochmal zusammenfassend ist, dass du die Psychotherapie nicht als Leistungsgeschichte siehst, wo du abliefern musst, sondern dass du die Psychotherapie als Annäherung an dich selbst siehst und dass du checkst und raffst, dass es gar nicht so sehr darum geht, von deiner Therapeutin gemocht zu werden. Nee, es geht darum, ich sag's dir, wie es ist, von dir, 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 dir gemocht zu werden, dass du das schaffst, was schier unmöglich scheint, dich selbst anzunehmen, zu akzeptieren, wertneutral zu sehen, fair zu sehen, so wie jeden anderen in deiner Umgebung. Mehr verlange ich ja gar nicht. Du sollst nur genauso mit dir umgehen können wie mit einer guten Freundin, einem guten Freund. Dann wäre ich schon zufrieden und du könntest es auch sein. Und das ist möglich, das kannst du lernen. Und ich freue mich auf dich. Tschüss, bis gleich.